Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute packe ich was aus, was ich bestellt habe und probiere es auch gleich zum ersten Mal aus. Was ist es? Obwohl, in meinem Titel steht schon, was es ist. Ne? Es ist eine Eismaschine und ich freue mich so sehr darüber. Ich hatte schon mal eine Eismaschine vor vielen Jahren. Nein, aber vor einigen Jahren hatte ich schon mal eine. Allerdings war das so eine, wo man den Behälter einfrieren musste. Das heißt, man konnte jetzt nicht einfach so mal ein Eis machen, das musstest du vorher vorbereiten. Und dann war diese Schüssel so groß, dass es kaum in unseren Gefrierschrank gepasst hat. Lange Story, ich dachte, ich habe so lange geringt und überlegt, soll ich mir eine kaufen oder nicht, aber ich mag echt gern Eis und ich mag auch gerne Eis im Winter. Von daher glaube ich, hoffentlich wird sie mehr in Gebrauch kommen als meine andere Eismaschine. Rest in peace übrigens. Diese ist nämlich mit Kompressor. Die habe ich bei Amazon bestellt. Ich habe erstmal recherchiert natürlich, ne? Was sind die guten? Und das war dabei. Das ist von, keine Ahnung, Spring Lane Kitchen. Und das Modell Emma. Ich kann euch gerne mal diese Maschine verlinken. Wenn sie denn gut ist, wir probieren sie das mal aus, gell? Vielleicht ist sie gar nicht so gut, aber gut. Ich habe, wie gesagt, ich habe recherchiert und da hieß es, dass die gehört dazu, zu den guten. Die sind ja recht teuer. Also man kann wirklich von sehr günstig bis unendlich gehen, bis 1000 Euro oder so. Aber ich bin ja Sparfuchs und die war vom Preis-Leistungs-Verhältnis immer noch so die beste. Es lohnt sich voll, wenn man Allergien hat oder auch etwas nicht isst, so wie ich. Ich lebe vegan und deswegen ist es cool, wenn man sein eigenes Eis natürlich zubereiten kann, wie man es selbst will. Das ist sau schwer, Moment. Wow. Oh mein Gott, das ist so schwer. So, das ist das gute Stück. Wie schlau Peaches ist, der weiß genau, in jedem elektronischen Gerät gibt es so einen Draht. Und das ist sein absolut liebstes Spielzeug. Da ist dein Draht. Und du kriegst ihn, einen neuen Draht hast du wieder. Magst du ihn haben? Hol ihn dir! Riesig und sehr schwer. Ich habe nicht gedacht, dass sie so schwer ist. Aber... so, dass man das nicht verliert, ist da so ein Kette. Das war's, es gibt nur einen Draht, Peaches. Als erstes natürlich immer das Handbuch lesen, wenn man nicht schlecht. Ich schaue mir jetzt die Bedienungsanleitung an und wir sehen uns gleich wieder. Also ich habe alles gelesen, es geht ganz einfach. Ich zeige euch mal die Einzelteile. Das ist einmal der Behälter, ich habe auch alles schon gewaschen. Dann ist hier dieser Mixer, damit es schön cremig wird. Und wie gesagt, das ist ja mit Kompressor, deswegen wird es wahrscheinlich laut sein. Wir werden mal sehen, wie laut das ist. Und das kühlt dann von selbst. Das ist das, was ich wollte. Das heißt, ich habe Bock auf Eis, ich kann das Eis machen und das Eis ist dann fertig. Irgendwann, innerhalb einer Stunde. Zwischen 30 Minuten und 60 übrigens. Genau, ich setze das jetzt schon mal ein. Hier. So. Also hier ist so ein kleines Display und hier kann man natürlich die Zeit variieren. Also länger, kürzer, Start, Stopp, Power, fertig. Mehr gibt's nicht. Jetzt mache ich mein Eis und zwar... bin ich ganz faul. Ich habe nämlich im selben Zug, als ich das gekauft habe, das gesehen. Und zwar von Gino Gelati. Ein veganes Eispulver mit Amarena-Sahne-Kirsch-Geschmack. Ich weiß, es ist jetzt nur Fake-Geschmack, ja, aber ich wollte es mir ganz einfach machen. Einfach mal ausprobieren. Außerdem ist nämlich das Ding, dass bei veganem Eis, da ist ja kein Ei drin. Und das Ei ist ja meistens im Eis drin, zur Bindung. Und hier sind eben schon Bindemittel drin. Ich habe auch schon mal ein bisschen recherchiert, also demnächst werde ich es natürlich komplett selbst machen, mal das Ei. Ich muss ein bisschen experimentieren, weil ein bisschen schwer, auch Rezepte zu finden, gerade bei veganem Eis mit Eismaschine. Boah, das riecht aber gut. Riecht so ein bisschen nach Bananekirsch, aber es riecht gut. Aber genau, was halt wichtig ist, dass es irgendwie zur Bindung, habe ich schon gelesen, ist nämlich, sind Sachen wie Guarkernmehl oder Johannesbrotkernmehl, das habe ich alles da sogar, oder dieses Xanthan oder Inulin, das habe ich überall gelesen. Das ist so ein bisschen, dass das einfach bindet. Aber ich weiß nicht, ob es... Ich probiere mal aus, mit und ohne irgendwann. Ich sag euch dann Bescheid, wie es ist. Aber jetzt mache ich erstmal das hier. Ich mache das jetzt auf Mandelbasis und zwar habe ich diese zwei gemischt. Einmal Mandeldrink und einmal so eine Mandelsahne, damit es ein bisschen cremiger wird. In der Hoffnung zumindest. Und jetzt rühre ich das Pulver einfach hier rein. Klumpenfreischütter. Guck mal, es wird rosa. Ich habe auch rote Beete-Pulver drin, habe ich gelesen. Deswegen wird es dann so ein bisschen rosa. Jetzt eingeschaltet. Nur zu 2/3 füllen, nicht mehr, weil das dehnt sich ja aus, wenn die Masse dann erkaltet oder gefriert. Das ist jetzt zu, ja. Und Start.
mach ein bisschen weniger. 60 Minuten ist nicht viel, oder? Ich will sehen, ob es in einer halben Stunde machbar ist. Komm schon. Also, letzte. In einer halben Stunde sehen wir uns wieder mit dem Geschmackstest dann. Nach Ablauf der Zeit piepst es, habt ihr vielleicht gehört, dann einfach ausschalten, Stecker raus und das Eis ist fertig. Ich habe es jetzt noch ein bisschen länger laufen lassen als eine halbe Stunde, weil mir kam das noch ein bisschen weich vor. Aber ich bin jetzt mal gespannt. Einfach hier so aufdrehen. Dann hole ich das Ohr. Jetzt ist es sehr fest. Vielleicht war es doch ein bisschen. Vielleicht war es doch ein bisschen zu lang jetzt. Obwohl, nein. Guck mal. Ah. Und dann kann man das schon essen und servieren. Ich probiere jetzt mal. Das ist ganz gut von der Konsistenz. Oh, das sieht so schön aus mit dem Rosa. Es ist noch ein bisschen flüssig, aber man kann es danach hier einfach nochmal gefrieren. Hauptsache es ist cremig. Ich bin so gespannt, ob es wirklich cremig ist. So sieht's aus. Oh, es duftet schon voll nach Kirsche. Ich glaube aber jetzt schon, dass mir der Geschmack nicht zusagt. Probier nur mal. Nee. Aber wisst ihr, woran es liegt? Also dieses Pulver, nee. Das Pulver ist nicht so rot. Und es hat voll die guten Bewertungen. Mir schmeckt das nicht. Schmeckt mir viel zu künstlich. Aber es funktioniert ganz gut mit dieser Mandelmilch als Basis und Mandelsahne. Das finde ich okay. Ist auch nicht kristallig. Es ist wie Eis, so aus der Eisdiele cremig. Könnte vielleicht noch ein bisschen cremiger sein. Nächstes Mal mache ich noch mehr Sahne, weniger Milch. Aber so vom Geschmack von dem, also diese Geschmacksrichtung ist nicht so gut. Aber ja, auf jeden Fall funktioniert es und es geht recht schnell. Ich bin so gespannt auf die nächsten Experimente, die ich jetzt bald machen werde, was für Geschmacksrichtungen. Ich probiere dann lieber mein eigenes aus. Das, dieses Fertigzeug war nichts. Aber gut, probieren geht über Studieren, gell? Und sie ist nicht so laut wie gedacht. Also sie ist schon laut, aber weil ich das oft gelesen habe, dass es so laut sein soll, man muss es dann rausstellen. Nee, das geht eigentlich. Das ist okay. Funktioniert gut. Jetzt kann ich mal mein Eis machen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei diesem Video. Ein kleines Unboxing, kleine Review oder First Impression eher. Ne? Und ja. Den Link zu der Eismaschine und zum Pulver, wobei, holt euch nicht das Pulver, werde ich euch trotzdem mal in die Videobeschreibung posten. Und vielen Dank, dass ihr wieder zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.